College. Was bedeutet für Sie die Lippe Found Award 2012? Grundsätzlich ist es für uns ein extrem wichtiger Preis. Das ist ein Grund, stolz zu sein, weil wer hier eingeladen wird, muss gut gewesen sein. Gerade in diesem Jahr ist es auch spannend zu sehen, wer die Preise abräumt. Das sind ja sehr, sehr schwierige Jahre, die die Branche hinter sich hat. Ich würde sagen, Performance, Performance, Performance und an die Kunden denken. Und es ist natürlich für all diejenigen, die keinen Preis kriegen, ein besonderer Ansporn, das nächste Mal dabei zu sein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Villa Kennedy zur Verleihung der 11. Lipper Fund Awards in Deutschland. Mein Name ist Detlef Gloff und ich werde Sie durch den heutigen Abend führen. Ich freue mich, Sie im Namen von Lipper und Thomson Reuters sowie unserer Medienpartnern eFund Research, der Zeitschrift Das Investment sowie MeinGeldTV begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen die erfolgreichsten Fonds der letzten 3 Jahre auszuzeichnen. Kommen wir nun zu dem Hauptteil des heutigen Abends, deswegen, warum Sie alle hier sind. Einige von Ihnen brennen vielleicht schon darauf, auf die Bühne zu kommen. Andere sind sehr gespannt, wer hier gleich gewinnt. Die Verleihung der Lipper Fund Awards in Deutschland 2012. In der Kategorie Bond Convertibles Global wird der Gewinner repräsentiert von Herrn Guido Hansmeier und es ist der FNC Global Convertible Bond. Herr Hansmeier, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn eines Lipper Fund Awards. Bitte erklären Sie unseren Zuschauern doch einmal den Anlagegrundsatz des FNC Global Convertible. Sehr gerne. Der FNC Convertible Bond Fund legt in weltweiten Wandelanleihen an. Die Spezialität des Portfolios ist es, in höchste Kreditqualität anzulegen. Das heißt, wir haben ein sehr breit gefächertes Portfolio, legen Wert auf erste Qualität, legen ausschließlich in beste Unternehmen an. Und das ist auch ein Schwerpunkt des Teams, hier den Anleger vor Verlusten zu schützen und gleichzeitig aber auch entsprechenden Renditen für den Anleger zu erwirtschaften. Warum werden Wandelanleihen oftmals als die besseren Unternehmensanleihen bezeichnet? Wandelanleihen haben im Vergleich zu Unternehmensanleihen den Vorteil, dass sie die Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte zu in etwa 2/3 nachvollziehen und das sogar unbegrenzt nach oben. Sozusagen ist der Himmel die Grenze, wenn man das positiv formulieren mag. Nach unten allerdings sind sie durch die schlussendliche Rückzahlung der Anleihe auch abgesichert. Das heißt, sie haben im Grunde die Sicherheit einer Anleihe, aber eben das Potenzial nach oben mit dem Aktienmarkt, wenn es gewünscht ist, eben entsprechend auch Geld zu verdienen. Für welchen Anlegertypus ist der FNC Global Convertible besonders geeignet? Er ist geeignet für Anleger, die nicht in das volle Risiko gehen möchten. Also für Anleger, die eben Wert darauf legen, Verluste zu begrenzen, gleichzeitig aber auch von entsprechenden Aufwärtsbewegungen an den Märkten profitieren wollen. Also im Grunde genommen für die meisten Anleger, die Risiko abmildern wollen und gleichzeitig die Chancen nach oben voll mitnehmen möchten. Wo liegt dabei der Anlagehorizont, den man mitbringen sollte? Der Anlagehorizont sollte für den FNC Global Convertible Bonds Funds bei 3 bis 5 Jahren liegen. Damit sind wir auf der sicheren Seite. Vielen Dank, Herr Hansmeier.